Alles ran. Aber wir warten noch damit. Aber wir haben noch ein paar. Ruat wird auch bald, glaube ich, dieses Jahr noch was ganz Großes liegen, was das angeht. Also was sehr, sehr krasses. Also wenn das Ruat liegt, dann hat er einmal komplett die ganze Zähne hops genommen. Erzähl mal. Kann er noch nicht. Darf Deswegen nicht. Waren wir auch in Barcelona. In Barcelona haben wir das große Ja, mit Messi noch ein Drink. Mhm. kommt noch sehr, sehr viel. Ihr macht mit Cannabis, sobald die Legalisierung da ist. Hey, Bro, Pascal, wenn Cannabis irgendwann legal ist, machen. Morgen ist der Gesetzesvorschlag. Morgen ist der Gesetzesvorschlag. Pascal, also machen wir einfach ein Dings auf. Da 35 Gramm irgendwie und drei Pflanzen oder irgendwie sowas. Machen wir einen Coffeeshop auf und den Dings. Aber und da gibt es eine Sorte, die heißt Row Haze. Machen wir. Das Ding ist, wie heißt der hier? Mike Tyson hat, glaube ich, im Monat eine 500.000. Ich weiß, Habe ich gelernt. Und dann $40.000 verraucht der selber oder so im Monat. Ich war bei dem im Büro. Mike Tyson ist ein Kiffer? Ja. Aber Fulltime. Auch Pilze. Der eine halbe Million der ist auch voll auf Pilze. Stimmt, Mike Tyson hast du auch gechillt. Mhm. Echt? Ja. Das finde ich auch sehr geil. Also ein Bild mit Mike Tyson würde ich auch unnormal fühlen. Hab ich. Ey, Digga. Ich habe so Dings, ich war so... Habt ihr wenigstens so gemacht? Weiß ich gar nicht. Ich war ein paar Mal da. Wir waren in L.A. und irgend so ein Typ, so ein Deutscher, arbeitet bei ihm für diese Cannabis-Firma. Und der hat das gesehen, dass wir in L.A. sind und hat uns so angeschrieben. Meint so, ey, wenn ihr Bock habt, könnt ihr zu Tyson Farm kommen und bla bla bla. Und dann meinte ich so, ja, gerne. Wann sollen wir rumkommen? Und meinte so, ja, komm mal morgen. Und ich hatte eigentlich so einen Call für so ein Fotoshooting an dem Tag in Deutschland mit so 15 Leuten. Alles so über 4 Stunden sollte der gehen und so. Alles war geplant. Und ich habe so eine Fotorepräsentant, so eine Managerin für die Fotojobs. Und ich schreibe ihr so morgens so, ey, du musst diesen Call absagen. Sie so, ey, kann ich nicht, der ist in einer Stunde, es geht nicht, ich kann den nicht absagen, du musst rein. Ich so, nein, nein, ich muss jetzt los. Und sie so, hä, was soll ich denn jetzt sagen? Ich so, keine Ahnung, sag denen, ich treffe mich jetzt mit Mike Tyson. Sie so, hä, wie? Nee, sie meinte so, ja, was musst du denn so Wichtiges machen? Ich so, naja, ich treffe jetzt Mike Tyson, ich kann das jetzt nicht absagen. Und dann meinte sie so, ja, und was soll ich denen jetzt erzählen? Ich so, naja, genau das, ich treffe mich jetzt mit Mike Tyson. Dann sind wir da hingefahren, haben noch so ein Foto gemacht und dann am nächsten Tag diesen Call haben die dann wiederholt und alle waren so, ey, hast du wirklich Mike Tyson getroffen? Krass, 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 krass. Hilfe, Digga. Aber voll, voll entspannter Typ, super nett, die ganze Zeit am Kiffen, war super high. Hat die ganze Zeit, der hat dieses Ayahuasca mal gemacht, diesen Frosch aber, dieses Froschgift hat er geraucht. Echt jetzt? Irgendwie, ja, das gibt so dieses, in Südamerika macht das, die rauchen so dieses... Wo es auf eine spirituelle Ebene geht. Genau, genau. Die rauchen dieses Froschgift und dann wird DMT in deinem Körper ausgeschüttet. Das ist so ein körperliches Ding. Dicker, aber das wird nur, das schüttet dein Körper nur bei der Tod, beim Tod und bei der Geburt aus. Also nur zweimal. Und dieses Froschgift irgendwie triggert das und hast du so eine Nahtoderfahrung im Grunde. Das ist so das, wenn Leute irgendwie Unfälle machen und so und dann so krass sagen, oh, ich habe dieses weiße Licht gesehen und bla und bin aus meinem Körper rausgegangen. Was bringt das? Das ist dieses DMT. Das ist so, keine Ahnung, ist auch im Grunde wie so ein LSD-Trip. Geht's auf eine neue Ebene? Genau, und er hat das gemacht, so meint er. Und er meint so, ey, seitdem, ich bin ein ganz neuer Mensch, meint er. Ich habe nie wieder meine Frau betrogen, ich habe nie wieder Menschen geschlagen und so. Darum will er auch alles nicht mehr so Dings und ist so richtig in sich gekehrt und so ein voll... Holy shit. Also wirklich richtig, richtig krass. Er meint so, seitdem nie wieder, ich war voll immer nur auf Drogen, Koks, aber dies, ist das, ist, aber ich weiß nicht, ob das gerade, ist das das, wo du in so ein... Ja, du kotzt da auch die ganze Zeit. Ja, das ist so Ayahuasca, das ist so in dem Stil. Wo du dann so einen Schamanen hast. Das ist so in dem Stil. Ja, genau, genau, genau. Genau sowas ist das. Ich habe das mal, das haben die ein Ding, wollten die auch erst machen. Wie heißt das? Das machen voll viele. Es gibt schon so einen kompletten Tourist. Ja, genau, da kannst du dich nämlich anmelden. Ja, genau. Mann, hier, einer im Chat weiß auch, wo war Rumatra und... Kolumbien oder Mexiko oder Tulum. Eine Eis-Challenge? Nee, nicht eine Eis-Challenge, da war ich ja dabei. Da war Rumatra mit Jofi und dem Bruder von Max. Da waren die auch auf diesem Berg. Peru. Peru waren die. Peru, da war nämlich auch irgendwas mit so einem Dorfältesten. Ich glaube, es war nicht das Froschgift, sondern da konntest du noch was anderes machen. Ja, es gibt so einen irgendwie mit irgendeiner Pfeife rauchen die irgendwas und so und dann kotzen die auch so viel. Ja, und so nochmal eine spezielle auch, Art irgendwie, keine Ahnung. Ja, auch so, wie stark das ist und dann bist du auch komplett in einer anderen Welt. Ja. Es geht aber super schnell angeblich. Es geht so 5 Minuten oder so angeblich und dann ist wieder alles vorbei. Ja, aber das mit dem Honig. Kennst du auch das mit dem Honig, mit diesem Bienenhonig? Nee, das kenn ich nicht. Nee. Das ist dieser Bienenhonig und dann, ich weiß nicht, ob du den isst oder so. Und umso mehr du davon isst, umso krasser schiebt das eine ganz andere Sache. Ja. Und dann, da werden auch, das ist nur irgendwie einmal im Monat oder einmal in der Woche und dann dürfen dann ausgewählte Leute mit und dann bist du im Zelt mit denen und die geben dir das und dann spielen die da so Musik und tanzen. Ja, genau. Rum. Ja. Immer, Alter. Ja, aber warum soll man sich so wegballern? Ey, ich würde es einmal machen. Viele Leute aus Neugierde würde ich es einmal machen. So was anderes.
wie gesagt, wie verschiedene Leute und wie für Mike Tyson. Ja, es war schon krass, was er da erzählt hat, ne? Also es war schon. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin richtig geschockt, dass Mike Tyson so ein Junkie ist. Nein, der kifft halt. Ist ja legal in Amerika. Und auf Pilzen ist. Kennst du nicht diese ganzen Dings, wo er so diese Pilze frisst und so in Interviews und so? Nein. Und alle Witze über drüber also machen und so? Oder wo er in so einem Flugzeug sitzt und so? Nein, hab ich echt noch nicht. Doch. Digga, Pilze ist crazy. Wie kann man auf Pilz hängen bleiben? Pilze ist ekelhaft. Hey, wie geil. Ja, guck mal, Mike Tyson macht sogar die Pose. Wie geil, er macht doch die Faust einfach. Ja, Mann. Das ist so geil. War so klar. Typischer Boxer. Dicker. Bester, Mann. Einfach mit Mike Tyson. Hier, als damals, als die erste TwitchCon war, was ist die erste TwitchCon? Ich weiß nicht, die war auch dann in San Jose. Da war ich damals. Ist ein Insta-Bild, Mods. Ihr könnt das reinschicken. War das, Ja, bist du das findest mit unten. War das San Jose? Doch, es war San Jose. Und da war auch Kiffen legal. Ja, ich bin da hingekommen. Da weiß ich noch, da hat ein Kollege, der auch dort war, mit einem Cabrio abgeholt. Du bist durch die Straßen gefahren. Es hat 24/7 nur noch Weed gerochen. Ich bin auf die TwitchCon. Jeder Streamer hatte irgendwie Gummibärchen dabei mit THC, Kekse mit THC, irgendwelches ja, überheftiges THC. Als das legal wurde, da sind so viele Leute Millionäre auf einmal geworden. Wo denn? Ja, in Amerika. Die ganzen Shops, die haben da richtig krasse Produkte, Lollis rausgebracht. Ja. Ich wurde jeden Tag gefragt, yo, Chef, kommst du mit? Wir haben hier Gummibärchen geholt, hast du Bock, welche zu essen? Wir kiffen da nochmal. Und du bist durch die Straße gelaufen, es hat nur nach Gras gerochen. Was? Cookies zum Beispiel. Was meinst du, wie viel Kohle Cookies gemacht hat? Sind die immer noch so krass? Zeit. Ja, aber selbst wenn sie nicht mehr so krass sind, also sind sie immer noch. Die haben gerade in, wo ist jetzt in Thailand, ist ja jetzt legal, die haben komplett in Thailand Leben. Stimmt, das habe ich mitbekommen. So. Ja. Ist Weed in Thailand? Ja, komplett. Obwohl Asien ja sehr strenge ist Drogenpolitik jetzt, ja. Hat, ne? Also ich war hier mal ein Jahr fast in knapp ein Jahr in Australien und damals war da so ein ganz berühmter Fall, der wurde da aufgelöst, als ich dann kam. Und irgendwie wurden da zwei Leute in Bali, wo ich sogar auch hingereist bin, zum Tode verurteilt, genau. Wegen 5 Gramm Gras. Ja. Bali darf Digga, gar nichts machen, Digga. Du ich liege jetzt mal eine Story. Ich war in Deutschland und ein paar meiner Kollegen buffen so, ne? Ich natürlich nicht, aber ich hatte irgendwie hat mein Rucksack die ganze Zeit nach Ott gerochen. Aber ich habe halt so ab und zu für meine Kollegen halt immer so, weil ich jemanden kannte, habe ich denen was mitgebracht mäßig, aber nicht für mich halt, für die. So, ich habe heute einen THC-Test gemacht, war negativ. Ich weiß das nicht, denkst. Und ich bin dann nach Berlin, zu Sydney. Und als ich in Berlin war, bei Sydney, ja, da wollten wir nach Bahamas. Wir sind von Deutschland nach Paris, von Paris nach Amerika. New York, von New York nach Bahamas und hat einfach dann in meinem Rucksack am Ende in Bahamas Weed gefunden. Bei einem Kollegen von mir natürlich. Ja. Weed von einem Kollegen. Von einem Kollegen von mir. Ich glaube 3 Gramm Ott gefunden. Was wäre passiert, wenn das rausgekommen wäre? Ich habe aber auch schon Weed aus Kalifornien mit nach Deutschland genommen. Einfach ins Gepäck eingecheckt, ganz normal. Nein, ich hatte im Handgepäck. Achso, okay, gut, das ist krass. Aber auch diese ganzen Hunde zum Beispiel in meinen Flughäfen. Aber es ist natürlich CBD gewesen, ne? Das sind gar keine Drogenhunde, ne? Das sind alles Sprengstoffhunde. Ja. Echt? Ich dachte immer, das wären irgendwelche Drogenhunde. Und dann meinte irgendwann einer so zu mir so, nee. Weil der meinte so, Digga, das ist gar kein, das sind keine Drogenhunde, das ist alles Sprengstoff. Du weißt noch, wo wir noch. Aber wie riecht man denn Sprengstoff? Keine Ahnung, diese Flüssigkeiten und so sind ja auch trainiert. Weißt du, was mich übelst erschrocken hat? Wir sind nach Barcelona geflogen, die haben nicht mal Pässe kontrolliert, gar nichts. Du kannst einfach jemanden nach Barcelona schicken. Ohne, ja, Europa. Ohne alles, das ist krank. Mhm. Das ist heftig. War wirklich heftig. Okay, Breitenberg und Chef Strobel machen Twister. Oh, bitte, ich bin K.O., Digga, mach mit gar nichts. Doch, Mann. Wir spielen jetzt Ching-Chong-Chong. Wir machen Ching-Chong-Perdina, 2 müssen. Ja, okay, lass runter. Mhm. Nimm die Mikes mit. Klo. Regie ist unten, alles fertig? Okay, komm. Geh mal weg, bitte. Warte, der Freund nicht. Oh. Was ist das? Warum mit dem iPad? Hm? Ja, das meint. Das ist total. Ich wollte gerade sagen, komm, was runter. Warum ist hier Licht aus? Stromsparen, sagt ihr? Ja, stimmt.
Ich habe auch nicht so Bock, aber das bringt. Oh, hier unten ist auf jeden Fall kälter. Echt? Ja, Mann. Ja, das wollen wir beide das gleiche nehmen. Dann ziehen wir aber zwei Stellen, wir nehmen schnell den Papier. Ja, müssen wir beide spielen, weißt du, ich meine. Also, wir schwimmen uns. Irgendwo eine Toilette? Wir nehmen beide Stellen. Ja. Wo denn? Ich zähle mal. Echt? Wo gibt es denn eine Toilette? Was? Da können wir gehen runter. Was sehe ich? Will eigentlich auch demnächst doch los, eigentlich. Was meinst du sehen? Ich bin irgendwie übel am Arsch. Hast du Handy? Auto. Warum? Ich hab doch Tesla. Ja, Tesla doch. Nee, Roman hat aber das angegeben. Nee, Roman hat ein E. Der hat ein E. So. Okay. Ich wollte, wenn es klappt, eventuell hier VIP-Leasing über Mercedes okay. Nämlich annehmen. VIP-Leasing gibt's nicht. Doch, wir fangen wieder an. Okay. Die machen wieder für 1 Cent. Also, aber ja, es ist auf jeden Fall schwer. Ich hab jetzt Dings, eine YouTuberin wurde angenommen. Die machen das meistens jetzt anders. Ich würde hoffen, dass ein VIP-Leasing, aber das ist normal. Boah, hier drin ist doch nicht wärmer, hier ist kälter. Holy. Was ist hier? Okay, meine lieben Freunde. Heute wird Twister gespielt. Es wird noch entschieden, wer spielt. Hier ist es auf jeden Fall kälter. Digga, das ist eigentlich, ich will Geld zurück. So. Digga, Heizung funktioniert nicht, guck mal. Heizung funktioniert nicht. Hier ist viel, viel kälter. Und die haben zu uns gesagt, das ist eine 1 Gigabyte Leitung. Ja. Und es ist eine 50k Leitung. Laber mal nicht. Doch, Hockey. Doch. Hockey. Ist die arme Spinne. Ja, aber dann würde ich dann allein schon das Ding, ich würde ihr Geld zurück wollen. Okay. Wir spielen jetzt Twister. Zwei Leute. Ey, ich bin doch super ungelenkig, ihr Knechte. Ja, ich auch. Also zwei Leute spielen. Und was macht der? Ich werde die Spinne jagen. Hockey spielt gegen Breitenberg. Hockey? Hallo? Hey! Ja, toll, hat sie gegessen. Was ist das? Er hat eine Spinne gegessen. Natur. Okay. Aber er ist so wo dumm. Ist Breitenberg? Will er sich... Warte mal. Breitenberg pinkelt. Ja, das soll mal ganz schnell kommen, der Sache. Okay. Boah. Boah. Also hier penne ich immer. Wirklich? Ja. Ja, krass. Wo ist Breitenberg? Immer noch Toilette. Oh, soll mal kommen, der Wichser. Okay. Also wir spielen jetzt Xing-Shang-Shang. Mhm. Bei einem Verlierer spielt Twister. Okay. Breitenberg! Das heißt, wer spielt gegen wen, Xing-Shang-Shang? Die letzten beiden. Hä? Die letzten beiden spielen. Die letzten beiden. Was? Wie? Irgendjemand muss ja gegen jemanden Xing-Shang-Shang spielen. Ja, alle zusammen. Achso, ja, man muss ja 2 gegen 2 spielen. Nein, nein. Wie willst du denn letzten? Achso, es scheidet immer einer aus. Ja. Oh. Oder wenn wir jetzt beide Papier haben und die haben beide Steine, dann müssen die beiden. Ja. Okay. Breitenberg! Mann, Digga, dieser Mann. Der macht mich so kirre. So. Was soll Rocky mitspielen? Digga, was macht der? Rocky! Rocky! Nein! Hey! Nicht kaputt machen! Wer macht hier alles kaputt? Wow! Wow, 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 wow! Breitenberg! Breitenberg! Sie auch! Der ist im Kacken! Oha, es ist 0 Uhr! Oh, Achtung! Rocky! Ah, nein! Wie lange geht so eine Runde Twister? Runde Twister? Geht nicht so lange, oder? Ach. Ja, so lange, bis einer verkackt. Okay. Das geht eigentlich schnell. Papa! 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 So, warte, ich muss auch kurz zum Klo. Er macht die ganze Zeit Stress. Okay. Weil ich halt auch... Ey, oh, hier ist es arschkalt. Hat jemand in der
Die ist richtig kalt hier unten, das ist wärmer. Was? Aber was meinte, wie viel Miete würde man normalerweise für so eine Wohnung? Also könnte man ja so. So Monatsmiete, wenn du hier richtig wohnen würdest? 4.000? Ja, ne? Wenn überhaupt, oder? Er pennt hier. What? Also ich wollte Twister spielen und ein Hund ist hier, der einen Song will. Okay, komm. Nicht jeder mag dich. Du bist nicht von jedem der Freund. Nein, der ist schon. Ich mag ihn ja. Ja, aber ist so vollkommen fein. Muss ja auch mal lernen. Gell, Rocky? Ah, wir gehen da nicht rüber. Nein, geht nicht, Rocky. Mit deinem Fettner. Rocky. Ja, die Tüte mit. Rocky, komm her. Rocky, wo ist die Tüte? Rocky, wo ist die Tüte? Aus. Aus, nicht kaputt machen. Mann, Digga, einer übertreibt und hängt mit Jacke hier, Alter. Okay, komm. Okay. Du Gauner. Okay. Okay. Kommt her, wie spielst du dich ja schon? Du hast Manu mit dabei, die Kälte. Die Hose passt aber aus. Kommt her. Ja, komm. Rocky kommt auch. Komm, nein, du machst mich nicht. Komm, verzieh dich. Okay. Jungs. Hallo. Okay, warte, guck mir ganz tief in die Augen. Okay. Los. Okay, easy, Jungs. Okay, los. Ding, schlag schon. Geh nicht. Geht nicht. Nein, warte mal, du bist K.O. Nein. Ja. Das geht nicht. Ich bin aber gewonnen. Nein, er hat doch auch Schere gehabt. Digga, es geht nicht. Es annulliert doch jeden. Es geht nicht. Ach so? Ding, schlag schon. Ja! Ja, Digga, komm her! Ja! Der Plan ist auch wieder. Warum nimmst du das gleiche nochmal? Super gemacht! Ah. Yeah. Die haben auch das gleiche nochmal genommen. Ja, keine Ahnung, Digga. Ich bin high, Alter. Ey, wir werden so schnell verkacken, safe. Okay, wie geht das? Ich hab noch nie Twister gespielt in meinem ganzen Leben. Ach, Digga, so eine Scheiße, Mann. Also, ich erklär dir das. Also, an diesem Ding hier muss gespinnt werden. Okay, hier das steht. Ist guck mal, jetzt zum Beispiel, ich drehe jetzt. Okay. Ah, okay. Ah, okay. Und du musst dann rechter Fuß auf Rot. Ja, gut. So, und dann drehe ich mal nochmal. Dann bin ich dran und muss das machen. So. Okay. Ja, aber ich muss drehen immer. Nee, ich kann mich dann irgendwann ja nicht mehr bewegen. Nee. Ey, spielen zwei Leute oder einer? Zwei Leute spielen, oder, Chat? Nee, ich spiele ja gegeneinander. Aber wie soll ich denn das drehen, wenn ich hier so irgendwie... Nein, ein anderer dreht und gibt die Calls immer. Ah. Das okay, Breitenberg, du musst drehen. Ja, okay. Und wie viel bezahlst du ihm? Mach. Ja, nicht, dass du parteiisch bist, ne? Ey, ich hab so ein Mikrofon, ich hab's verloren. Hier. Achso, okay. Ja, aber du wirst auch ein Mic haben. Du, ja, er muss so ein Ansteck-Mic haben, oder? Wie soll er denn Chef, hast du einen Ansteck-Mic? Ja. Dann gib ihm das mal. Oben ist doch auch noch eins. Brauchst du das? Doch, okay. Für dich. Chat, habt ihr meine Taktik gesehen mit Stein? Warum? Doch. Wenn ich stöhne, aber ich gib's dir. Er sagt nein. Okay, komm. Dankeschön. Okay. Breitenberg, du musst dahin. Warum? Ja, weil da die Kamera ist. Die Idee. Ja, okay. Und du stehst auf dem Spielfeld. Okay, fängst du an oder ich? Also, wie funktioniert das? Ich drehe an dem Ding? Soll ich anfangen oder ja, du? Ja, du fängst an. Okay. Weiß nicht, was ist besser? Du fängst okay. an. Okay. Du drehst. Ich hoffe, es ist irgendwas. Ich hab's verstanden. Leg mal hin. Wir müssen barfuß machen. Ja? Ja, oder wollen wir ohne lassen? Ihr müsst barfuß machen. Hier steht auch barfuß. Lass nicht barfuß. Gar kein Fall. Hier steht sogar barfuß. Ja? Wo steht da barfuß? Rechter Fuß steht da. Jetzt mach. Dreh doch einfach. Ja, was ist das? Aber warte, was ist das und was ist das? Stimmt, was ist das, Chat? Was ist das? Halbe Spielfeld. Oh, das Spielfeld wird eingeklappt. Ja. Eine Reihe geht weg. Eine Reihe wird eingeklappt. Ah, aber eine Reihe wird eingeklappt. Und das ist irgendwie Zunge an Arsch. Oder nein. Oder an die Punkte. Nee, doch, nur eine Reihe. Doch, eine Reihe wird eingeklappt. Ja. Und die ist Twister. Aber warum habt ihr das, da angeklebt? Ja. Ja, das macht schon Sinn. Das lassen wir einfach aus, diese Eingabe. Ja, okay. Wir lassen die lila aus. Was ist das Twister? Twister ist Joker, oder was kannst du machen, was du willst? Ja, ich glaube, das ist aber voll kacke. Dann spiele ich hier und du da. Nein, weil irgendwann ist ja, weiß man nicht. Ich mach das schon. Okay, aber gib mal auf Position. Ja. Du musst dir die Position sagen. Okay, wir beginnen, meine Herrschaften. Ruat beginnt. Ruat muss rechten Fuß auf Rot.
Jetzt musst du ein rotes Feld aussuchen, was gut ist. Ja, das ist gut. Okay, jetzt der nächste. Ich bin es, sondern ich darf mir ein Feld aussuchen, oder wie? Machen wir, dass man sich aussuchen darf bei Lila? Was ist, oder nochmal drehen? Chat? Nochmal drehen? Warte. Was ist bei dem Feld? Dem T. Weil das kennt keiner, es ist kein T. Na klar, doch, das ist Twister-T. Nein, für mich sieht es aus wie Zunge und Arsch. Das ist ein Twister-T. Guck doch mal da das T auch an. Das ist ein Twister-T. Ich mach was in meine Tasche. Ja, egal, ich mach neu. Hier steht es doch, Jungs. Erste Seite direkt. Wer dreht, bestimmt. Felder raus. Der Dreher sucht sich eine äußere Felderreihe Matte aus. Dann, warte. Ich mach einfach neu. Nein. Eine Felderreihe muss sich immer dann entfernt werden, wenn ein Spieler eine Bewegung nicht korrekt ausführt und aus dem Spiel fliegt. Oh, es wird noch komplizierter. Ich verstehe es nicht. Okay. Wir lassen die lilanen Felder weg. Einfachheitshalber. Ja. Sind wir alle überfordert. Okay, ich mache neu für dich. So. Ja, verliert man nie. Pascal muss linke Hand auf gelb. Linke Hand auf gelb. Ist das klug? Nee. Eigentlich ist klüger der. Warte mal, darf ich auch noch wechseln am Ende? Also, Nee. Also ich muss mir eigentlich aussuchen. Auf Feld bleiben. Ja, okay, ich bleib hier drauf. Warum wechselst du jetzt? Ja, aber ich wusste es nicht. Rohat muss linker Fuß auf Rot. Ja, auf Rot. Okay. Yes. Pascal muss linke Hand auf Grün. Rohat muss rechter Fuß auf Grün. Ah, jetzt komme ich ganz schön näher. Pascal muss linker Fuß auf Grün. Rohat muss linke Hand auf Rot. Pascal muss rechte Hand auf Gelb. Rohat, rechte Hand auf Grün. Was? Ja, okay. Digga, das ist ganz respektlos. Okay. Ey, Digga, ey, warte mal. Okay. Rocky, Doggen, los, Doggen. Ey, warte mal, nimm ihn mal weg, Digga. Okay. Ey, ich hock mich nicht hin, wenn er da ist. Von Gott, ich hock mich nicht hin, wenn er da ist. Rocky, komm her. Psst. Okay, Pascal, linke Hand auf Grün. Linke Hand auf Grün? Ja. Yeah. Okay, Rohat, linke Hand auf Gelb. Pascal, linker Fuß auf Gelb. Linker Fuß? Boah, das wird Krise, Digga. Ach, nee, bitte. Jetzt einer hinten liegt. Fuck, hab ich nicht gesehen. Rohat, linker Fuß auf Blau. Pascal, linke Hand auf Gelb. Linke Hand auf Gelb. Ja. Bis jetzt noch easy, Digga. Eigentlich ja. Mein rechter Fuß wird immer noch nicht benutzt. Wer war zuletzt an Rot? Ne? Linker Fuß auf Grün. Oh, Digga, warte. Linker Fuß auf Grün. Aber warte mal. Nee, warte. Ja, sehr gut. Okay, jetzt hat er sich gefickt. Pascal, rechter Fuß auf Gelb. Oh, fuck. Hä? Ich kann nicht. Du kannst dir das Feld doppelt nehmen. So. Darf ich es doppelt nehmen? Ja, nein, nein. So ist gut. Digga, du hast alles auf Gelb? Ja. Digga, ich was ist? Rohat, rechter Fuß auf Blau. Was? Nee, Digga. Geht nicht. Ja, ist unmöglich. Du jetzt irgendwie. Ja, dann bist unmöglich. Du halt verloren. Von Gott, es geht nicht. Erteilst du dir ein grünes Feld? Nee. Nein, nein. Jedes Feld darf nur einfach belegt werden. Einmal. Digga, das ist mein Fuß. Meine Hand. Ey, Digga, es geht nicht. Da hab ich gewonnen. Du musst du durchstrecken. Nein, es geht nicht. Du musst du durchstrecken. Ey, Digga, das geht gar nicht. Warte mal. Nicht. Ja doch, er hat's geschafft. Du musst wieder zurück. Digga. Nee, eigentlich wäre hier mein Fuß gewesen. Also. Oh mein Gott, ich hab mich eingeklemmt. Voll den Hoden, Alter. Digga, das geht. Ey, ihr beide jetzt. Ja? Ihr müsst beide. Ja? Ja, komm. Ist aber lustig. Das ist aber lustig. Okay. Okay. Ey, bitte nicht. Gib ihm mal das Mic. Ich will nicht, dass der Hund irgendwas bei mir macht. Nimm mal hier. Bitte. Bitte. Ey, Pascal, nimm mal das Mic. Pascal? Ja? Warte. Hast du Ansteck, Mike? Hier. Du drehst? Platz.
Ja. Platz. Warte. Mach Platz. Hey. Nimm mal an, schick mal. Platz. Nein. Du darfst jetzt nicht geblockt werden von dem Ding. Ich komm nie wieder her. Ich hab irgendwie so ein Gefühl, dass er nicht. Okay, los. Darf ich drehen? Nee, ich und wir müssen drehen. Ihr dreht? Ja, ja. Wieso dreht ihr? Weil mir gerade aufgehört. Achso, okay. Und was ist das? Wer fängt an? Was ist das, Lila, ne? Lila haben wir ausgeschlossen, machen wir nicht mehr. Okay, Rocky, komm mal hier. Mach Platz. Platz. Der Hund. Platz. Gleich hochbrechen, wer los geht. Bleib. Okay, wir fahren, okay? Ey, das muss passieren. Okay. Nein, okay. Hört auf, irgendwie so. Nein, wir fahren. Komm. Es wird kein Hund getriggert hier, Digga. Okay, let's go. Rechte Hand auf Gelb. Fängst du an? Mhm. Ist egal, wo ich drauf gehe, ne? Ja, ja. Aber es gibt du darfst dann da nicht mehr weg von. Ja. Aber es gibt schon Strategien, wie ich gesehen habe, irgendwie gerade. Okay, Breitenberg. Okay, komm. Mit rechter Fuß auf Grün. Okay, dann nehme ich den hier. Warum den? Chef. Taktisch, damit ich viel Platz habe. Link, nochmal drehen. Chef, rechte Hand auf Gelb. Ist schon. Darf ich bleiben? Ja. Nochmal Reroad oder was? Nee. Glück, einfach Glück. Rechter Fuß auf Gelb bei dir. Rechter Fuß. Ach so. Ja, linke Hand auf Gelb. Scheiße, ich habe taktisch Fehler gemacht. Rechte Hand auf Rot. Da geht's schon los, Bruder. Bandscheibe im Arsch. Rechte Hand auf Blau. Chef. Ich brauche jetzt mal ein paar Füße. Linker Fuß auf Rot. Boah, Rocky macht auch seine Pfoten auf Rot. Mhm. Linke Hand auf Grün. Grün was ist denn? Du? Nur Hände hier, Rocky, ne? Linker Fuß auf Grün. Mhm, da geht's schon los, Breitenberg. Also muss der Rot ein bisschen. Aber muss der andere. Okay, Chef, linker Fuß auf Rot. Aber dein einer Fuß berührt ja die andere Farbe, ist das erlaubt? Nein. Guck mal bei dir. Breitenberg, na, weiter nach vorne mit dem Fuß. Du bist rot. Ja, so passt. Okay, rechter Fuß auf Grün. Ich? Ja. Ey, du darfst das andere nicht loslassen. Ja, er steht noch. Ja, aber wie soll ich das denn jetzt machen? Du darfst nicht loslassen. Aber deine linke Hand muss doch auf Blau, oder nicht? Nein, habe ich nicht. Nein, die linke Hand war noch nie bei ihm. Er hat noch einen Joker. Okay, linker Fuß auf Grün. Okay. Linker Fuß auf Gelb. Ich? Ja. Ja, das ist gut. Linker Fuß auf Grün. Ist er schon. Ja, ein Dicker. Rechte Hand auf Blau. Ich? Ja. Rocky, hey. Ey, Rocky, bitte nicht. Rocky bitte Rocky, nicht. Ey, stopp. Rocky, tut mir leid, wir reden gleich. Ey, nicht andecken. Geh mal ab. Rocky, bitte Rocky. Geh weg. Hier, komm, mach Platz. Linke Hand auf Grün. Ich muss linke Hand auf Grün? Ja. Da bleib ich. Boah, jetzt haben wir nur einen halben Mitspieler. Linker Fuß auf Gelb. Ist schon. Linke Hand auf Gelb. Du musst das, ne? Rocky, bitte nicht, Digga. Ey, Jungs, ich seh's doch. Rocky! Was? Linke Hand auf Blau. Rocky, bitte. Ey, nimm den Hund weg, Digga. Linke Hand auf Blau. Ey, Rocky, bitte geh weg, Digga. Ja, Rocky, geh erst mal weg. Linke Hand auf Blau. Ja, warte doch, Digga. Linke Hand auf Blau. Er will mich docken. Nicht auf mich. Okay, ich hab doch Blau. Hey! Rocky, aus. Nein, du sollst nicht kämpfen. Rocky, komm her. Rocky. Mach's jetzt. Und Platz. Ja, mach weiter jetzt. Fein. Und bleib. Linke Hand. Fein. Blau hast du? Ja. Okay, rechter Fuß auf Rot. What? Rechter Fuß. Jetzt wird's nur jetzt los. Rechter Fuß auf Gelb. Auf Gelb? Ja. Digga, das. Ja, jetzt siehst du, wie ich mich gefühlt habe. Warte mal, linker Fuß auf Grün. Hast du schon. Das ist sehr, sehr lucky. Rechter Fuß auf Gelb.
Ist schon. Ist schon. Nee, warte mal, das ist. Ah, doch. Doch, doch. Rechter Fuß auf grün. Ha! Nee, nicht. Ah, nee, jetzt geh er. Jetzt bist du erst dran. Linker Fuß auf rot. Anders, Satim. Ey, Rocky, bleib sitzen. Rechter Fuß auf blau. Digga, gib mir doch mal schwere Sachen. Rechter Fuß auf grün. Linker Fuß auf grün, ist das grün? Grün. Okay. Ey, seine Pfote, nicht, dass ich ihm wehtue. Ja, ja. Linke Hand auf grün. Ich? Oh, ja. Ja. Der hat Kampf im rechten Oberschenkel geschützt. Fuß auf rot. So, welche Regeln geben, oder? Rechte Hand auf rot. Hm. Oha, wieder rechte Hand auf rot. Ah, okay. Hey. Nee. Linke Hand auf blau. Breitenberg. Ich kann nicht mehr, Bruder. Rechte Hand auf gelb. Kann ich ihn schubsen? Nein, nein. Okay. Rechte Hand auf grün. Okay. Jetzt wird das Feld zusammengeklebt. Rechter Fuß auf grün. Oh mein Gott, das Schwerste. Okay. Nein, Rocky, nichts. Okay. Rocky will auch. Winter, nichts da. Rechte Hand auf blau. Oh mein Gott. Ja, ich überlege gerade. Ob das so klug war? Ja, aber jetzt kann ich mich auf Knie abschützen. Linker Fuß auf gelb. Und ich muss ihn noch ein bisschen wegkriegen. Rechte Hand auf rot. Geil. Oberschenkel. Gibst du auf? Linker Fuß auf rot. Linker Fuß auf rot? Ja. Hm. Okay. Er macht den nach hinten Move. Jetzt gehen Rechter wir. Linker Fuß auf gelb. Ich kann mich nicht bewegen. Helf mir einer mit dem Fuß. Komm. Ich helf dir. Zieh einfach. Okay, danke. Und mich nicht bewegen, Digga. Linke Hand auf grün. Ja. Du musst ja, Mann, du musst nach hinten. Ey, das ist Cheaten. Warum? Ich darf, oder? Achso, ja, okay. Linker Fuß auf grün. Oh. Jetzt kann ich fahren. Ey, Digga, ich bin gefickt. Geh hinten rum. Obwohl, doch, ja. Smart, Digga. Sorry. Was denn? Rechter Fuß auf blau. Du bist das. Okay. Oh, jetzt wird's wieder easy, ne? Habe ich das Gefühl. Meine Oberschenkel tut richtig weh. Linke Hand auf rot. Ja, scheiße. Das musst du irgendwie machen. Okay. Ist komplett verkreuzt jetzt, ne? Ja. Rechte Hand auf gelb. Hast du schon. Ja, was hast du jetzt Neues? Ja. Ey, du hast andere Gelb genommen. Darf doch, ja, oder? Er hat doch wieder Gelb. Also, nein, 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 nein. Nein, nein, du musst dein Gelb behalten. Er hat doch noch einen Call gehabt. Linke Hand auf gelb. Ach so, dann kannst du ändern. Ja. Okay. Rechte Hand auf blau. Wer? Rechte Hand auf blau. Du. Okay, das ist gut. Das könnte so ein Breakdance-Move sein am Ende. Linker Fuß auf gelb. Rechter Fuß auf blau. Jetzt macht dieses Einklappen des Spiels keinen Sinn. Okay. Linke Hand auf blau.
Du bist mir. Ja, das sieht anstrengend aus. Mach entspannt. Okay, linke Hand auf grün. Mach entspannt, Rot. Wir haben Zeit. Linker Fuß auf gelb. Hm? Ja, ist er schon. Er hat gewechselt, okay. Smart. Rechter Fuß auf blau. Ist er schon. Oh. Jetzt. Oha! Jetzt kann ich auch Breitenberg hat sich gelöst aus einer aussichtslosen Situation. Okay. Hey. Rocky hilft. Nein. Rechter Fuß auf blau. Ah. Bin ich. Ich bleib so. Rechter Nein. Fuß auf blau? Bin ich. Ich bleib so. Nicht mein Ding. So. Wer ist denn jetzt dran? Okay. Linke Hand auf blau. Breitenberg. Ich? Ja. So, ich dachte, er war hier. Er war auch. Okay. Scheiße, gerade war es voll bequem. Rechter Fuß auf blau. Ist schon. Ich wechsle einmal. Linker Fuß auf blau. Oh, Digga. Yeah. Mhm. Eine Linie. Das ist die Linie, die wir wollen. Die Rocky mag. Rechte Hand auf grün. Linke Hand auf rot. Oh, scheiße, Digga, jetzt geht's los. Linke Hand auf grün. Und du warst auch mit. Achso, warst du auch mit. Mhm. Rechte Hand auf rot. Digga, ich kann. Hör doch mal, der Chef geht doch mal auf, Junge. Linker Fuß auf gelb. Bin ich. Linker Fuß auch auf gelb, wieder. Nein, Digga, ich kann nicht. Ich kann doch nach hinten. Nein, ich kann nicht, Bruder. Doch. Gut, ich kann nicht. Ich holen. Es geht. Es geht. Es geht. Darf ich einmal Peter loslassen? Nein. Schaffst du, komm. Komm. Ja! Ja, Mann. Der Mann gibt nicht auf. Ja, wo ist dein Fuß hingerutscht? Ah, ne, das stimmt. Rechter Fuß auf gelb. Ja. Digga, mach mir deinen Hintern in mein Gesicht. Linker Fuß auf blau. Breitenberg. Boah, ich hab keine Chance. Soll ich den Hintern oder den Vorderen nehmen? Ich will den Hintern. Hintere nehmen. Wie, nach vorne kommst du auch gar nicht. Aber... Ja. Okay. Rechter Fuß auf blau. Rechte Hand auf grün. Was ist eine andere Hand? Ja. Linker Fuß auf blau. Soll ich Dings wegnehmen? Ne. Achso, du bist da drin. Rechter Fuß auf gelb. Komm, du schaffst, die Hose reißt noch nicht. Du schaffst es. Spagat. Du schaffst es. Komm. Der junge Breitenberg hat es gemacht. Im Club mit 20 anderen Ladies auf der Tanzfläche. Das war sein Signature-Move. Ich kenne doch die Stories. Einfach in den Sprung, in den Spagat gegangen, kurz gelandet und wieder hochgeschiftet. Die Ladies haben es geliebt. Kann der 38-jährige Breitenberg es immer noch? Nein, er kann es nicht mehr. Geht blau hier. Das ist doch blau. Auf gelb. Ich dachte, du machst dieses Gelb und gehst. Ja, war ich auch. Ich hab auch linker Fuß auf grün. Ich? Ja. Ist ja richtig am Ende, Alter. Rechte Hand auf grün. Ist schon. Linke Hand auf grün. Ich? Ja. Ja. Ist schon. Okay. Rechter Fuß auf rot. Das ist der linke. Nee, doch, rechter, schön. Rechter Fuß auf rot. Ja. Nee, doch, ich weiß nicht, unbequem.
Digga, wir sind einfach beide zu groß. Linker Fuß auf grün. Oh. Komm. Dieser Motherfucker schafft es. Wenn es einer schafft im Twister Historie, dann schlägt man das Bild auf. Ich würde meinen Kindern noch davon erzählen. Ich würde, wenn du Kinder kriegst, würde ich ihm dir davon noch erzählen. Obwohl es rein technisch nicht möglich ist, bald durch die Spritze werden nur das ist wert davon, dass deine Kinder davon erfahren, von diesem Twister-Moment. Wo du die Eier gezeigt hast. Okay, wenn ich schaffe, bezahlst du bei restlichen Zapf bei Digga, verpiss dich mit der, da habe ich nichts zu tun. Hör auf, mit der Mundstuhl zu sprechen. Aber was war das jetzt nochmal? Linker Fuß auf grün. Ja! Nein! Nein! Ah, verkackt. Das war GG's. Egal. GG, Mann. Ich hatte gut gespielt. Auch dir habe ich gesandt. GG. By the way, Jungs, alles, was ich gesagt habe, war einfach Freestyle, Digga. Ich habe mich mal richtig gedreht. Ich habe einfach geguckt, wie ich euch ficken kann und so habe ich entschieden. Aber sei mal ehrlich, wir haben gut gekämpft. Richtig gut. Ehrlich, das war richtig stark, Digga. Das war wirklich gut. Also war richtig crazy, Alter. Hätte ich nicht gedacht, Mann. Krass. Die Chino bis zum geht nicht mehr gedehnt. Hätte ich noch Hunger. Ja, wirklich geil, Alter. Hat Spaß gemacht, aber muss ich ehrlich sagen. Geil, ne? Wo ich fahre von hier nach Lübeck, ist das Richtung Stadt? Ich fahre einen kleinen Umweg, kein Problem. Musst du auch, ne? Ja? Ja, wie du willst. Taxi ist Krise, aber nimm ihn lieber mit, Bremweg. Ja, nehme ich mit, da. Lass mal Massage gehen, Teilmassage. Das ist voll krass. Er kennt auch gute Spots. Was soll ich damit? Ich hab Mike. Gut gemacht. Zur Seite. Was? Ah, mein. Leg es mal zur Seite. Ja. Ich gehe, ich muss noch was essen, dann muss ich auch sagen, wir ins Bett. Dann gehen wir jetzt direkt oder nicht? Ja, ja. Willst du alleine sein? Wenn ich mein Geld sehe, oder mal. Ja. Geht doch alle. Ja, wenn ihr weg seid, ne? Ist besser, Breitenberg. Ey, Breitenberg! Halt die Schnauze. So, meine lieben Freunde da draußen. Twister war wirklich sehr, sehr geil. Sehr, sehr nice und sehr, sehr geil. Ich hätte das gerne gegen Abo gespielt, ja? Gegen Abo wäre, glaube ich, lustig, Twister. Passt die Mitte? Wie sehe ich aus? Zeig mal im Stream. Passt? Passt, oder? Das wäre so funny gewesen, ne? Das wäre so funny gewesen, hätte ihn gefickt. Ey, ich schwöre. Ich hätte sogar, glaube ich, 500 Euro dafür bezahlt, um das zu sehen. Was kurz. Können wir kurz mit der Kamera hochgehen? Ihr bleibt hier. Und man muss doch mal wirtschaftlich denken. Ja, oder? Breitenberg, in welche Bar gehst du noch? Wir gehen in den Palace. Wollen wir Trainings abgehen? Sind wir entspannt. Ja, wirklich? Ja. Training so sein. Achso, ja, okay. Dann gehen aber können wir trotzdem rein. Wir gehen einfach irgendwo hin, wir schauen. Ja? Eigentlich wollte ich nach Hause, aber okay. Bei allem dabei, Bruder. Okay. Auch zu Hause bei mir? Was höre ich hier gerade, Alter? war mir wirklich eine Freude, meine lieben Freunde. Ja. Bitte ruf mich nie wieder hier. Danke für die Einladung. Kein Ding, Bro. Danke. Morgen kommt Medi vorbei, freut euch. Mhm. Morgen kommt Medi und morgen kommt Sammy vorbei. Und ja, und Django, glaube ich, auch für einen Podcast. Bro, ich weiß selber nicht, was morgen abgeht. Ich komme eh nochmal, wenn diese rote Kartons kommen. Ja. Das ist ein Riesending.
Sagst du Bescheid? Ich komm mit Särgen nochmal. Mit Särgen? Ja, Mann, mit Särgen. Wenn der kommt, komm ich auch. Gar keinen Bock auf den. Wenn irgendwas ist, sag Bescheid. Easy, easy. Okay, meine lieben Freunde. Ey, Digga, Monte, sein Bruch hat mich heute wirklich sehr. Monte, sein Bruch hat mich heute sehr, sehr happy gemacht, sogar, glaube ich. Devin, jetzt sind wir so allein im Raum. Was machen wir? Komm mal her mit der Kamera, Devin. Nicht so schüchtern. Siehst gut aus. Du auch. Was machen wir jetzt, Devin? Komm. Wir schauen einen Film zusammen. Komm mal her. Warum so schüchtern? Erzähl mal so ein bisschen, Devin. Wie geht's dir? Was machst du? Was hast du heute schon gemacht? Erzähl mal so ein bisschen. Nicht so schüchtern, Devin. Sieht ehrlich gut aus. Wie alt bist du? 19. 19? Ich bin 20. Wann bist du 20? August. 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 Wollen wir hoch? Was? Wollen wir hoch? Was? Wollen wir hoch? Sie bleiben, oder? Nee, die. Alex, kannst du kommen? Alex? Mein Chat, was für gesmoked, seht ihr doof. Alex! Was machst du noch? Ja? Ich mach noch RG. Warum schreien die 420? Ach, weil die denken, dass ich stoned bin. Die Kanone sind. Nimm mal ein Mic da vorne links. Monte steht übrigens im Stau. Ja, das ist so geil, dass er im Stau steht. Was machst du noch? Erzähl mal so ein bisschen, Alex, was machst du heute noch so? Durchdrehen vermutlich. Durchdrehen? Ich glaube, heute war so mit der krasseste Tag, so von der Stimmung her, glaube ich, oder? Warum Stimmung? Es war irgendwie verdammt witzig, also zumindest in der Regie. Echt? Ja, das war so witzig. Die ganze Zeit, Diggi, was ist da los? Ach so, habt ihr euch kaputt gelacht? Ich hab komplett den ganzen Tag kaputt gelacht. Scheiße. Okay. Wollen wir heute mal ohne Dings machen? Ohne? Ohne Cam auf Bett? Oha, was hast du vor? Ja? Oder wir machen Cam an und der Rest kommt auf Kick. Wie viele Tage sind wir jetzt? Das ist jetzt der 7. Der Mann hat Druck. Ne, Digi. Aber raus zwischendurch, ne? Jetzt verstehe ich auch, warum die im Knast Männer ficken, Alter. Okay, das Gute ist, also Ranger ist heute Abend zu Hause. Erstmal Gruß geht raus an Ranger. Das heißt, es ist theoretisch ein Schlafzimmer. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, mit wem ich was machen soll. Aha. Ja, es zockt doch lieber. Ne, Digi. Guck doch Fußball, ne? Bayern heute wieder totale Scheiße gespielt, nur, ne? Geht gar nicht. Ich kann bei mir nicht mal abschließen. Ja, bei mir sind überall Kabel rum. Was machen wir heute noch, Alex? Digi, jeden scheiß Morgen stehen da drei Leute bei mir im Raum und sind am PC, Digi. Soll ich nicht sagen, ich geh pennen. Ich bin schon alt.
Ja, wir können Twister spielen, wenn du willst. Hm? David dreht und wir spielen. Für dich, Alex. Nee. Was ist das für ein Zeichen? Verstehst du nicht, was ich meine? Chat, Hilfe, bitte. Achso, er will Arsch geben. Nein, du musst nur anfassen. Nee, Diggi. Da bin ich raus. Nee, jetzt mal wirklich. Lass mal Monty beiseite. Einfach nur einmal anfassen. Nee, ist was. Chat, was hat er. Was ist das Böses? Hilfe, nee. Ich bin nicht so knasterfahren wie ihr vielleicht. Mm. Glücklicherweise. Du musst einfach nur, guck mal, wenn du hier anpisst, wenn du hier anpisst und einfach so mit mir rumläufst und diese Hosentasche anpisst, sorge ich für Schutz. Nee, Diggi, lass mal. Da will ich lieber Twister spielen. Ja? Ja, aber nicht so, wie du vielleicht möchtest. Rechte Hand, oh, rechte Backe oder was? Ja, Digga, wir haben so einen Schaden nach einer Woche oder so. Alter. Wirklich. Also, Content-Vorschlag für einen Tag ist so Therapiesitzung. Wollen wir mal einen Therapeuten einladen? Ja, der redet mit uns allen einzeln. Ja, das wäre echt guter Content sogar. Haben wir einen Therapeuten hier? Eins im Chat, wenn ihr zufällig ausgebildeter Therapeut seid. Ich denke, Minimum 50% hier im Chat. Ja, nice. Nice, Digi. Komm, komm. Keinen großen Test machen. Mr. Beast testet dann 100 Euro. Ja, also generell. Es geht dann so wahrscheinlich durch wie alle anderen Anrufe. Er braucht noch Masseur oder sowas. Chiropraktiker erstmal einrenken lassen. Was? Wie ein Friseur. Ja, eigentlich wollte Monte die machen, der hat einfach nicht sein Wort gehalten. Nee, die heute nicht. Also nach der Scheiße da, Digga. Nee. Das wäre aber umso witziger eigentlich gewesen. So ein schöner Rage-Schnitt. Nee. So ein richtiger Scheiß-Tagesschnitt. Du denkst, Alter, richtiger Montagsschnitt. Hat sie nie Geburtstag, Digga? Glückwunsch, Diggi. Ja? Heute oder morgen? Korrekt. Es sind 0 Uhr 42. Der Mann wird 25. Ich kriege da keine Nachricht von mir. Ich schreibe ihn jetzt. Ist morgen auch noch Champions League. Wer spielt? Nee, ja, Chat, eure Prediction in Chat. Ui. Das ist spannend. Ich bock drauf. Er hätte noch FIFA spielen können als Pre-Champions League Prediction eigentlich. Aber auch nicht, will hier keiner hören, Mensch. Jetzt mal ehrlich, was machen wir jetzt? Wir können FIFA spielen. Oh, wir können Black Ops 3 Gast Eisenach spielen. Ich hätte mit Monte wohl zocken können, der hat sich bestimmt sehr gefreut. Ich habe noch niemand so jemand strahlen sehen, als er mich gesehen hat, außer vielleicht meine Mutter. Der sagt immer nicht, Diggi, dich kenne ich vielleicht noch irgendwo her. Mensch. Also manchmal sagt sie es auch genauso. Scheiß nach, ey. Schon wieder meinen Sohn gesehen. Mensch. Ihr merkt alle, wir drehen hier komplett durch. Bitte, Chat. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Spenden Sie jetzt für einen guten Zweck. Sieht geil aus. Bruder, ich glaube, die Regie ruft mich gerade. Hallo? Ja, ich kann. Ja. Oh, technische Probleme. Kabel. Keiner gebrochen. Ist in der Regie gerade. Stimmt. Ranger. Ranger im Chat. Der hat gerade Regie übernommen. Kuss. Kuss, die. Danke. Digga, guck mal, was für ein Bild. So sieht Sydney bald aus. Also, ich hätte Bock auf Dings. Oh. Mhm. Digga, ist das geisteskrank, Omid. Was sehe ich da?
Ist das geisteskrank hier, Alter. Mit Hilfe. Ich weiß nicht, was er heute mit uns vorhat. Ich kann heute bei Ranger eigentlich im Ursprungszimmer schlafen. Da kann ich abschließen. Ich glaube, es ist die beste Idee. Ich hab Bock auf Steak, Digga, ich sag euch ehrlich. So ein Free Steak würde ich aber auch nehmen. So ein Free Steak, ne? Auf Lock. Oh, Free, Digga, nehme ich mit. Oh, Digga, nehme ich auch mit, Digga. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, Chat. Auf Lock ein bisschen RP zocken. Können wir machen? Was? Oh, ja, ich kann mal hoch. Guck, ich sag doch, Regie wird gebraucht. Im Vollsprint, 8 Etagen nach oben. Ist ja richtig scheiße, der Junge, Alter. Und ich mute mich für euch. Cam Digi. Scheiß Regie. Ich schwör, alles, was aus seinem Mund kam, war einfach Beschwerde heute. Nee, Digi, was ist kalt. Scheiße. Zu kalt, keine Getränke. Scheiß Regie, zu kalt. Drecksfernseher, Dreckscouch, 20.000 Euro. Internet, Störsignal. Hatte ich noch nie gesehen, stimmt. Sollte wieder gehen. Bisschen als Lagerfeuer Marshmallow. Kriegen wir das hin? Ja. Niemals. Betten. Wollen wir es machen? Jetzt? Ja. Hast du Marshmallows? Ja. Voll anmachen. Aber kriegen wir das mit der Cam hin? Ja. Regnet's? Oh nee, Digi. Doch nicht jetzt um die Uhrzeit, Digi. Als ob jetzt. Lass es lieber morgen machen mit Gästen, oder? Mit Sammy und so. Ich hätte da bestimmt. Wir können auch morgen Stockbruch machen. Ja. Und heute Marschfälle. Ja. Dann testen Alex und ich nicht, ob es klappt. Wie lange dauert das ungefähr? Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie riecht nach Scheiße, Alter. Bin ich das? Das kannst auch du gewinnen. Das kann auch Monte sein Furzgeruch die ganze Zeit sein, ja, Mann. Chat, sag dem bitte nicht, dass ich da reingekackt habe in den Raum. Danke. Würdest du dich in den Arsch ficken lassen? 100.000 Euro? Was? 100.000 würdest du direkt ja sagen. 50.000? Bis er kommt. Nicht snitchen. Das ist 5 Minuten. 10 Minuten. Das ist ein bisschen höher. Eine Minute. Ja. Eine Minute wird sich in den Arsch schicken lassen für 50.000 Euro. Ja. Ich schwör? Ich schwör. Ist das geisteskrank, Digga. Das hätten wir auch. Digga, er wird sich eine Minute in den Arsch rattern lassen. Auch. Oh mein Gott, Alter, das ist gottlos. Er schwört sogar noch. Guck eins. Siehst du? Alle. Allein, dass du überhaupt Geld verlangst. Willst du kostenlos? Mit Dorian? Das ist geil. Ey, Digga, ich sehe aus wie ein Obdachloser, der ausgebrochen ist aus einer Psychiatrie, Alter, der nebenbei noch, also als er ausgebrochen ist, in eine Steckdose gefasst hat. Das kann doch nicht sein, Alter. Warum kriegen wir keinen scheiß Friseur ran? Was mit der, die geschrieben hat? Mann, Digga, der Typ hat gesagt, der hat für seine Kollegen mal geschnitten. Das ist kein richtiger Friseur. Jetzt wenn wir keinen Friseur rankriegen, Digga. Mach bitte eine Umfrage. Was für eine Umfrage? Am besten noch mit Standort von hier, damit Hamburg. sie wissen. Nur Hamburg. Ja, wir sind ja nicht genau in Hamburg. Wir sind ja Richtung Dings. Richtung Hannover. Sag einfach direkt, wo wir sind. Das Internet hier ist so kurz. Okay, warte mal kurz, ich mache eine Story. Mitten im Nichts. So, meine lieben Freunde. Ihr seht es schon, ich sehe aus wie ein Penner. Ich brauche unbedingt einen Friseur. Also, falls sich irgendein Friseur meldet aus Hamburg, bitte schreibt mir per DM.
Hamburg, der vor.